Das überlegene Team Axel Lehmann und Ulrich Körner haben ihr Darlehen zu einem Rekordsatz gewettet. Die beiden CS-Kapitäne befürchten den schwierigen Kampf gegen Investmentbanker mit Anleihenbonus. Anstatt sie an die Tür von UBS wie Marcel Ospel in UBS zu legen, werden Lehmann und Körner weiterhin die Lehrer des Universums mit viel Geld übergeben. Allein im Juli 300 Millionen. Und das große Abbau mit Tausenden von Entlassungen sollte so schnell wie möglich im Herbst stattfinden. Bis dahin wird es ständige Unruhe geben, wie gestern, als Bloomberg ein Seilkonzert der zusätzlichen Klasse ankündigte. Wir werden Informationen über den Fortschritt der Überprüfung der Strategie anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 vorlegen, sagte eine CS-Sprecherin auf Anfrage. Ein Zusammenbruch wurde nicht bekannt gegeben. Mr. Nizachiko. Das heißt, Lehmann und Körner können die Engelsachenrate nicht erklären. Jedes Mal in der Welt für eine Operation, die im Allgemeinen geplant werden müsste und mit einer Explosion werben. Für hochbezahlte Investmentbanker eine Partei. Sie haben die Bank seit 40 Jahren dominiert. Sein Slogan ist einfach: Wir gewinnen immer, unabhängig davon, ob die Bank Gewinne oder Verluste erzielt. Das CS erreichte das Ende mit der Mentalität. Das Fehlen von 10 Milliarden frischem Kapital aufgrund der Domestizierung der 11.000 kommerziellen soliden Männer. Oder mehr. Da alte Aktionäre kein gutes Geld liefern und neue Investoren nicht die Finger verbrennen wollen, muss das CS teure Anleihen aufnehmen. Vor kurzem mit einer Milliarde Erhöhe für 9,5% Zinsen. Ein Wahnsinn, der die Bank mehr zur Krise treibt. Die FINMA ist alarmiert, sagt eine Quelle. Sie möchte sicherstellen, dass die CS Schweiz im Notfall alleine fortgesetzt werden kann. Es war klar, dass das CS konsolidierte Anforderungen, aber auch individuelle Anforderungen in Bezug auf das Kapital hatte, was beobachtet werden sollte, sagte ein FINMA-Sprecher auf Anfrage. Nach der Gesetzgebung, die zu groß ist, um zu scheitern, erhielt die CS Switzerland genug Eigenkapital. Die CS Investmentbank sollte dies nicht tun. Daher müssen Lehmanns Körner andere Geldquellen nutzen, um die Zerstörung des großen Handels zu finanzieren. Die Demontage kostet mehrere Milliarden. Wenden Sie sich an den Herbst. Die Hauptstadt fehlt für die große Erneuerung. Mit mehr Anleihen mit 10 oder mehr Prozentzinsen und 3 Bindungsanleihen für Ihre New Yorker Risse wie erst im Juli.